Ich grüße euch herzlich und ganz besonders das Sternzeichen Skorpion. Am 24.10.2017 übernimmt der Skorpion seine Regentschaft. Er löst somit das Sternzeichen Waage ab. Die im Sternzeichen Skorpion Geborenen gelten als kontaktfreudig, intelligent und nach außen hin sehr ruhig. Ihr Element ist das Wasser. Im Sonnenjahr ist bisher für den Skorpion richtig Leben in die Bude gekommen. Seine Planeten Mars und Pluto wirkten da ordentlich mit. Ja, nun wird es allmählich ruhiger um ihn. Denn er hat schon einige Ziele erreicht. In seinem neuen Lebensjahr geht es in der Liebe und Partnerschaft auf und ab. Doch in der letzten Dekade des Jahres empfängt der Skorpion jede Menge Glück. So stabilisiert sich bei Paaren die Partnerschaft und gemeinsame Zukunftspläne lassen sie glücklich werden. Ihr Glücksplanet Venus neigt sich ihnen zu und erstrahlt ihre Gemeinsamkeit. Die Singles haben eine aufregende Zeit hinter sich, wo es auch zu Trennungen gekommen war. Doch mit dem Oktober kommt es zu interessanten Flirts, die ihnen enormen Spaß bringen. Aber der Ex-Partner, ja, der klopft wieder an die Tür. Er hat noch nicht aufgegeben. Prüfe, ob du ihm noch einmal eine Chance geben willst. Bei diesen Überlegungen wird dich Jupiter unterstützen. Denn du willst eine dauerhafte, unkomplizierte Beziehung leben. Im Beruflichen, lieber Skorpion, arbeitest du strebsam und engagiert, um bessere und höhere Ziele zu erreichen. Darauf arbeitest du hin. Du bekommst deine Chance. Achte darauf und nutze sie. Im Gesundheitlichen hast du in den letzten Monaten geschwächelt. Das liegt jetzt hinter dir. Du fühlst dich jetzt kraft- und energievoll. Im Finanziellen hast du Ordnung in dein Leben gebracht und einige Einsparungen vorgenommen. Und das zählt sich jetzt aus. Alles Gute und nutze deine Chancen. Herzlichst, Deria.